Hi, Servus, herzlich willkommen zum LSN 19. Mein Name ist Andi und wie immer freue ich mich, dich hier begrüßen zu dürfen. So, ihr seht's, neuer Tag, neues Glück. Ich habe am gestrigen Spieltag noch alles abgeschlossen, alle Feldmissionen abgeschlossen, mich um meine Pferde gekümmert und einen Haufen Aufträge neu angenommen. Da fange ich auch direkt mit an, und zwar mit Düngen. Bevor ich zu meinen Feldern gehe, denn die sind, ja, man sieht es da hinten in der Ferne, die sind alle reif, bis auf Feld 12. Aus welchem Grund auch immer habe ich da zwei Wachstumsstufen drin. Sind auf jeden Fall alle gut und dementsprechend kann ich da auch direkt loslegen mit Ernten. Das wiederum ist mega. So, dann darf ich hier natürlich nicht vergessen, ein bisschen, dass ich hier für die Felder auch einen Erntekurs habe, um nachher vernünftig Ballen machen zu können. Ne? So, genau. 16. Ja, das ist ja ein Lifehack, ne? An der Scheune vorbeifahren, dann kommt man direkt auf Feld 16 über den kleinen Schleichweg. Dann bin ich schon öfter gefahren zu Feld 16. Und dann wollen wir mal schauen, was der Tag so bringt. Ich hatte auch noch bevor ich halt die Nacht vorgespult habe, meine Schulden getilgt. Waren ja jetzt nur 30.000 und die hatte ich halt noch. Ich habe gedacht, komm, zahlst du halt 30.000 zurück und kannst dann 18 Euro an, Kreditzins kannst du dir sparen. Jo, ne, gesagt, getan. So haben wir es gemacht. So, ich schau aber erstmal. Kompletter Kappes. Garage, da schaue ich mal rein und repariere nochmal soweit alles, was repariert werden muss. Genau, reparieren. Reparieren, das geht ja so. So, reparieren. Spielt jetzt bei, ich denke, Gewichten oder so echt keine Rolle. Aber spätestens hier bei den Dreschern oder bei Sämaschinen, keine Ahnung was, da verliert man halt unheimlich viel an Effizienz, an Ertrag, an im Endeffekt an Geld. Und da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf. So gar nicht. Und deswegen machen wir das auch nicht. Muss ich mal gucken hier, ob die Strohablage. Ja, genau. Dann können wir nämlich Stroh ablegen. So, dann pass up. Ochsen ernten. Und go. Schaut so aus. Natürlich Feldarbeit. Das können wir ausmachen. Das können wir ausmachen. So, dann fahre ich schon mal an hier. Perfekt. Abfahrer einstellen. Das läuft auch. Dann kann ich dich nämlich noch zuweisen. Aber ich stelle den erstmal nur hier hin. Da dürfte ich nämlich dann auch einen Kurs haben, und zwar 18 Silo 18. Der sieht genau so aus. Du kriegst Drescher abtanken und meinen, genau, gib dir nur den einen. Und dann sage ich dir, Abfahrer einstellen, seitlicher Abstand, Wendekreis. Das sollte soweit alles funktionieren hier. Ja, ja klar, funktioniert. So, jetzt aber. Ja. Ja. Start bei Abfahren. Machen wir mal. Ja, doch, komm. 80% ist in Ordnung. Oh, halt. Ich setze den doch erst später an.
Fruchtumfahrung aktiviert. Jetzt aber. Boah, bei jedem Feldauftrag mache ich es aus, ne? Eben noch bei geguckt. Ob oder ob nicht. Naja, gut. So, du bist am Set. Du bist am Set. So, hier könnte ich ja eigentlich... Warum 10 km/h? Du bist wieder im Wendemanöver, ne? Nee. Ach komm, du kannst doch schneller als 10. Oder? Ach, ist ja auch im Prinzip echt egal. Ob 10 oder wie viel, ist echt egal. So, ernten, Hafer, düngen, 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 ernten, ernten, ernten. Ernten, Fellernte auf 2. Nee, machen wir nicht. Aber was ich wohl mache, ist quasi direkt hinterherfahren. Nee, das ist auch blöde. Der fährt bald 20, ne? Und dann hänge ich dem Drescher relativ schnell auf der Pelle. Das ist blöde. Ach so, sehe ich jetzt. Ach so. Ich habe auch die Werkstatt verrückt, ne? Ich stand ja vorher hier, eigentlich immer im Weg. Da standen die Maschinen dahinter. Jetzt habe ich mir mal gedacht, bring die mal hier vorne hin. Und ja, gesagt, getan, ne? So, Bodentyp. Besser. So, dann bringen wir das mal so mit ran, ne? Zack, zack, zack. Ja, 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 ja. Dann haben wir auch die Werkstatt wieder angepasst hier. Das hatte ich nämlich voll vergessen. Weiß nicht, ob das jetzt noch zählt ich probiere es einfach mal, ob das noch als Werkstatt zählt, wenn ich da den Boden verändert habe. Aber alles andere wäre echt schlecht, ne? Normalerweise. So, konfigurieren. Ja, perfekt hier. So, da können wir das Ding dann nämlich auch mal in anderen Farbe machen. Hier so ein schönes Pink. Ja, ja, prima. So, Pink. Konfigurieren. Ja, jetzt dürfte das sein. Pass auf. Da! Sogar schon dreckig, ne? Gut, läuft auf jeden Fall noch. Findet man das Ding noch viel eher als hier mit so einem schäbigen Schwarz. Er ist gleich fertig. So, und du müsstest auch. Start bei 65%. Solltest du nicht eigentlich. Aber einen Drescher hattest du, ne? Der hat das Korn nicht umgefahren. Aha. Aha. Also aus irgendeinem Grund. Ja, wahrscheinlich weil Fruchtumfahrung aktiviert ist. Hat er hier gesagt, nee, okay. Dann machen wir so nicht. Hier wird nichts überfahren. Kommt mir nur zugute. Heißt dann nämlich. Halten an. Da. Drescher verbannt. Bahnversatz. Wo gab's das denn mit sofort abfahren?
Letzte Bahn. Wo war das denn mit... Achso, während dem Abladen anhalten. Genau, deaktivieren. Dann können die nämlich einfach weiterfahren. Da ist es. Schau an. Rückwärts gerade. Ja, gut. Was das heißt, habe ich keine Ahnung. Hier vorgewendet Manöver. Hast du nicht gesehen. Kein Plan. Der macht wieder Blödsinn. So, Feld 16 haben wir. Da müssen wir noch düngen. 14, 26, 31. 14, 26, 31. 26 liegt im Weg, da kommen wir dran vorbei. Und dann machen wir 14 und 31. Da kommen wir auch noch hin. So, ich freue mich auf jeden Fall, meine eigenen Felder zu ernten. Sind ja auch diesmal genug. Geil. Und ich hoffe, komm her, ich stelle mal ein bisschen mehr ein, als einfach, dass ich mit der Haferernte dann Feld 12 auch noch fertig bekommen habe, dass ich quasi direkt weiter ernten kann. Dann könnte ich hier auf, wo habe ich denn noch, 12 und 17? War das so? Hatte ich Raps stehen oder wie war es? Wachstum, Feldfrüchte, Raps und Raps, genau, ja. Und 18, 21 und 11 sind Hafer. Also Hafer dürfte ich dann auf jeden Fall genug haben. Da brauchen sich die Pferde nicht mehr beschweren. Wobei es denen ja auch nicht schlecht geht. Die haben ja alles, was sie brauchen. Ne? Ich kann die nur 10 km/h oder bin ich nur zu blöd dafür? Nope, 10 km/h. Hat er so ein Ding 12? Naja gut, egal. 10 km/h. Wo kommen die denn jetzt her? 100 neue Fahrzeuge. Dinge gibt's, ey. So, egal wie, ich möchte hier hinterherfahren. Und da ich ein Badass bin, fahre ich selbst. Muss ja auch mal selbst Bahn fahren, ne? Und außerdem, wer meine Videos öfter guckt, der weiß, dass ich das relativ gerne mache. Also Ballenpressen ist echt so eins meiner heimlichen Hobbys. Würde ich auch so gerne mal machen. Dann wäre ich nicht abgeneigt. Einfach mal ohne Plan auf den Trecker schwingen. Ja, ich spiele ja nicht. Seit Stunden spiele ich einen Landwirtschaftssimulator. Kein Problem, ich kenne mich mit allem aus. Und losgeknattert. Wäre auf jeden Fall schon ein bisschen geil, ne? Kommt auf jeden Fall was beisammen, ne? Mega! Und auch gut ist, dass das Ding so einen breiten Einzug hat, sonst würde ich die Schwade niemals treffen. Echt, ey, hier kommen richtig Ballen beisammen, was ist denn da los? Na ja, gut, das war echt immer schon viel, ne? Was hier liegen geblieben ist an Stroh. Und ich kann es nur echt jedem empfehlen, hier macht Ballen. Oder verkauft das Stroh mit dem Ladewagen. Ganz egal wie, aber lasst es auf keinen Fall einfach so liegen. Also wenn ihr noch Zeit dafür habt, ja, auf eurer Karte gibt ja genug Leute, die viel zu viel Arbeit haben und überhaupt nicht nachkommen, aber wenn ihr auf jeden Fall noch Geld braucht und die Zeit habt, dann macht die Ballen und verkauft die. Und ich habe ja jedes Mal, oder hatte bisher immer von meinen Feldern 18, 19 und 21, wenn ich da Ballen gemacht hatte, hatte ich auf der Wirtschaftsstufe einfach einen Ballenertrag von, ich glaube, das war mit Silageballen, aber irgendwas um 40.000 Euro, ansonsten 20.000 Euro nur an Ballen, die ich sonst hätte auf dem Feld liegen lassen. Die einfach
die einfach nicht da gewesen wären. Und das natürlich bei jeder Ernte irgendwie so 20.000 liegen lassen. Das ist heftig. Das ist richtig ordentlich viel Geld, was man da auf dem Feld liegen lässt. Und klar, jeder, der Tiere hat, der wird auch Ballen machen müssen, natürlich. Gerade Stroh. Stroh braucht man ja für alles. Also für alles. Schweine und Kühe. Bin mir gar nicht sicher, ob Pferde Stroh brauchen. Aber ich meine schon. Bei weitem nicht so viel, wie man sich vorstellt, dass die brauchen würden. Aber ja, vollkommen egal. Wie schon gesagt, wenn man sie nur verkauft. Man macht auf jeden Fall viel, viel, viel Gewinn damit. Am Anfang hatte ich ja immer so ein bisschen Bedenken gehabt, ob sich die Ballenpresse rechnet. Hatte ja erst die Rundballen-Wickel-Kombination gekauft. Und bin dann letzten Endes hier auf den Quaderballen. Auf den Quaderballenpresse umgestiegen. Einfach, weil dieses Ausstoßen von den Ballen nicht war. Da kann man einfach weiterfahren. Einfach drüber fahren und gut. Der pupt die Ballen hinten aus. Dann geht Ballen, Ballen, Ballen. Ne? Und das ist halt relativ geil. Und noch ein Riesenvorteil von den quadratischen Ballen. Hier auf der Karte sind wenig Flächen, die wirklich gerade sind. Viel ist hier wirklich am Hang. Und ja, was passiert mit runden Ballen am Hang? Die kann man halt unten am Hang holen. Und man muss den irgendwie nachfahren oder keine Ahnung was. Das hast du halt mit den eckigen Ballen nicht. Die rollen nirgendwo hin. Die bleiben einfach liegen. Was ein Vorteil ist. So, ein Nachteil, den ich natürlich nicht bedacht habe, wo ich hier mit der Ballenpresse herfahre. Meine Erntemaschine muss ja auch noch irgendwie ein Vorgewende fahren. Ne? Ich fährt ja nicht nur im Kreis. Ich Dummkopf. Vor lauter Euphorie, ich kann Ballen machen. Na gut, dann schiebt er das halt ein bisschen hin und her. Muss ich jetzt eh mitleben. Kann ich nicht mehr ändern. Ne? Aber ich denke, da kommt auch der Fendt kommt damit klar. Der Drescher. Dann schiebt der halt mal 3-4 Ballen durch die Gegend. Jo, was soll's. Mist, ey, gar nicht dran gedacht. Das ist das erste Mal, dass ich ein LS19 spiele, ne? Naja gut, so ist es. Wie gesagt, dran machen kann ich jetzt eh nicht mehr viel. Dachte gerade schon, da wär's soweit, ne? Aber von so ein bisschen schreien, ne? Braucht man normal nicht. Keine Angst haben. So, du warst fertig. Jetzt fahre ich gerade nochmal am Hof vorbei. Tank den auf. Wenn ich schon darüber fahre, dann möchte ich auch mit vollem Tankschluss fahren. Auch wenn es wahrscheinlich reichen wird. Aber sicher ist sicher. Keinen Bock da nochmal zurückzufahren. Ne? Man kann sagen, was man will, hier der Trecker ist echt zum Düngemeister geworden, ne? Der hat den Düngelstreuer einfach nur permanent angebaut und macht auch nichts anderes mehr außer irgendwie düngen. Gut für hier, für große Arbeiten, keine Ahnung. Anhänger ziehen oder sowas ist ja auch ein bisschen schwach. Aber der könnte, meine ich, Futter nicht wagen. Oder so könnte der wohl noch betreiben, aber. Uff. Der läuft halt so gut vor dem Düngestreuer. Und ist auch dauerhaft konfiguriert hier mit Pflegebereifung, ne? Also warum was ändern? Läuft halt einfach mega gut.
Und der verdient mir auch richtig Asche dann. Also die Düngeraufträge, die mache ich ja immer wieder gerne. Einfach weil die so ja, schnell gehen und doch relativ viel Geld bringen. Das ist halt fein. So, ich stelle hier einen Helfer an. Wir sind fertig für heute. Ich sag, wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Dann verpasst du auch nichts mehr und wir sehen uns garantiert beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif, mach's gut. Ciao.